Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines, feines und geschmeidiges Let's Play von Minecraft. Wir sind hier auf unserer Farm mit den bunten Hühnern und den bunten Kühen und allgemein ist alles sehr, sehr bunt hier in diesem Let's Play. Oder es ist Ubuntu. Egal, auf jeden Fall, wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ist schon verdammt lange her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, hier bei der Map hier. Ist schon eine Woche her. Genau, wir waren ja bei der Einrichtung. Der schönen grünen Wolle. Und der leeren Kiste. Und hier haben wir noch Cleanstone drin. Wofür brauchen wir denn Cleanstone? Ist auch noch Cleanstone drin? Da. Okay, nur bei den beiden letzten. Wo brauchen wir das denn? Keine Ahnung. Egal. Irrelevant. Das ist so irrelevant wie diese Wand. Gut, die Flachwitze, die werden auch schon richtig gut, das merke ich schon. Und weil ich gerade nicht weiß, was wir tun sollen, kann ich einfach mal die Schafe scheren. So. Juhu, rote Wolle. So. Ich habe ja auch hier gestern, / vorgestern, die Community-Folgen hochgeladen, also jetzt Let's Community. Die werden auch bald kommen, die werden jetzt wahrscheinlich jeden Freitag kommen. Wobei ich sagen muss, dass die ersten drei wahrscheinlich ein bisschen, ja, schneller hintereinander kommen werden. Als zum Beispiel einer Freitag und dann Montag und dann Mittwoch oder so. Weil ich eben halt jetzt schon drei aufgenommen habe und noch keinen hochgeladen habe. Keins hochgeladen habe. Und eben halt, das soll ja auch so ein bisschen, naja, erstmal will ich deinen Content schnell hochladen, auch wenn ich ihn bereit habe. Mäh. Wisst ihr, was wir mal gerade machen? Wir rennen mal gerade zu dem Zombie da hinten hin. Und dann. Und tot. Hell yeah, und die haben die Experience gekriegt. Weil jetzt noch so ein kleines Zombie. Sowieso, wenn ein Zombie mich isst, dann verhungert ist. Habt ihr den verstanden? Hm? Weil Zombies Gehirn essen und ich kein Gehirn habe? Hm? Habt ihr bestimmt nicht verstanden. Weil ihr alle total ignorant seid. So, habe ich oben eigentlich schon was in der Kiste so sortiert? Also es ist natürlich hier alles sehr sortiert, das ist alles eine strikte Ordnung. Habe ich mir auch echt sehr Gedanken vor der Aufnahme gemacht, dass hier alles, ja, wie ich das hier in den Kisten geordnet habe und so. Natürlich. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was ich hier jetzt machen werde, so in-game. Also ich will hier jetzt auf jeden Fall noch irgendwas hier vorne reinbauen, so in den Eingangssaal. Ich weiß leider nicht was. Ist da draußen noch irgendwas? Jetzt war, glaube ich, ein Huhn. Oder? Ja, da draußen ist ein Huhn. Ich habe leider immer noch kein Optifine drauf gemacht, auch nach einem Monat noch nicht. Und deswegen kann ich immer noch nicht ranzoomen. So, erstmal noch einen In-Game-Sound ein bisschen ruhiger machen. Okay. Ich habe auch nur 6 Brot, ne? Das sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen ändern. Wieder Enderman. Habe ich denn noch Eisen? Ach, Eisen habe ich noch im Inventar. Sagte der große YouTube-Star. Nein, ich bin ja noch nicht groß auf YouTube. Leider. Die Welt erkunden will ich jetzt gerade auch nicht. Eine Höhlentour ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so angebracht. Ich glaube, wir müssen hier wirklich noch so ein bisschen mehr hier drin bauen. Wobei ich auch so jemand bin bei Minecraft so, ja, manchmal habe ich so meine Phasen. Da will ich einfach 3 Stunden lang die ganze Zeit durchbauen. Und dann habe ich manchmal auch so meine Phasen, wo ich einfach nur mine gehen will und irgendwelche Abenteuer in Minen erleben will. Naja, dann baue ich jetzt aber lieber erstmal ein bisschen, bevor ich hier noch gleich in irgendeiner Höhle krepiere. Was baue ich denn hier hin? Hatte ich da so nicht schon eine Idee? Ach Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Ja, wenn man nicht weiß, was man tun soll, einfach Techno-Musik rein und zack, schon geht's ab. Boah, hilft auch bei jeder Partner.
Party einfach Techno-Musik reinmachen. Hilft auch bestimmt bei Wacken und so ein Quatsch. Oh. Ich werde schon das Wacken sagen. Gott, was kann ich denn da unten hinbauen? Ach, ich habe ja noch meine Musicbox, ne? Das Geile ist, ich höre jetzt hier Minecraft, also Ingame-Minecraft-Musik und auch noch im Hintergrund Musik. Und deswegen mache ich, glaube ich, erstmal hier so ein bisschen die Musik bei meinem schönen... Bei meinem schönen Windows Media Player mal aus. Was, der Windows Media Player ist voll scheiße. Das stimmt, aber ich bin irgendwie immer zu faul, mir ein neues Programm zu holen. Aber es gibt auch ein recht gutes Programm zum Musik- und Filmwiedergabe. Das ist irgendwie so, dass man da so ein... Ja, einen Pylonen hat oder irgendwie so ein Quatsch. Ich weiß aber leider nicht, wie das heißt, aber das ist sehr gut. Ich finde es immer noch schön, wie ich das immer nur auf der rechten oder linken Ohrmuschel höre. Jetzt auf der rechten, jetzt auf der linken. Und so auf beiden. Boah! Ich habe echt gar keine Idee, was ich hier bauen soll. Vielleicht habt ihr Ideen, schreibt es mir in die Kommentare. Übrigens habe ich mir auch mal vorgenommen, hier ein bisschen weniger Bass mit reinzumischen bei meiner Sprachaufnahme. Ich glaube, das war... Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Video es ist. Beziehungsweise es ist auch gar nicht bei einem spezifischen Video, es ist eigentlich bei sehr, sehr vielen Videos, dass meine Stimme so ein bisschen in den Bass untergeht und das will ich nicht. Deswegen ist in diesem Part auch ein bisschen weniger Bass drinne. Welchen Bass meinst du? Bass Lightyear? Oh Gott, ich habe immer noch null Ideen, was ich hier hinbauen soll. Was fehlt denn noch hier drinne? Plasma-Fernseher fehlt hier drinne. PC fehlt hier drinne. Ach Gottchen. Das wird mir hier alles ein bisschen zu viel. Das wird mir alles viel zu viel. Vielleicht sollten wir uns einfach TNT machen. Das ist immer eine Lösung. Die Lösung auf alle Probleme ist nicht, eine Klippe herunterzuspringen. Nein, es ist TNT. Nicht wahr, liebe Iraker? Nein. Ich will jetzt hier nicht verallgemeinern und generalisieren. Ich will hier lieber mal ein bisschen differenzieren, weil ja nicht alle Irakis so draußen. Oh. Hallo, Mr. Skeleton. Hat er wieder mich in seinen roten Augen anschaut, ne? Unglaublich ist das. Unglaublich. Es spielt sich hier auf dem Rasen ab. Übrigens Champions League, ne? Finale und so. Das läuft gerade, während ich hier aufnehme. Und deswegen weiß ich nicht, wer gewonnen hat. Deswegen rate ich jetzt einfach mal. Chelsea oder Bayern? Boah, also ich finde, man sollte da schon irgendwie den deutschen Verein unterstützen. Aber Bayern ist jetzt auch nicht so mein beliebtester Verein. Aber ich gucke sowieso kein Fußball und mir ist das eigentlich auch egal. Deswegen sage ich einfach mal, dass... Ach, was soll's, dass Chelsea gewinnt. Es ist schon mal aufgefallen, dass wir gar nichts bisher erreicht haben und die ganzen Nachts nur vertrödelt haben. Ist doch auch mal schön, oder? Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was ich tun soll. Vielleicht sollte ich etwas an meiner Tunika tun. Oder meiner Toga. Boah. Ach ja, und Tuniken und Togen, das sind eben halt die Sachen, die Römer früher anhatten. Schrägstrich die Senatoren. Mache ich hier noch einen speziellen Boden hinein? Ist ja eigentlich ganz cool, hier auch noch so grünen Boden zu machen. Ich glaube, das mache ich mal. Und gucke mal, wie es dann aussieht. Wahrscheinlich scheiße, weil ich es baue. Ach fuck, ich habe mir hier neben der Aufnahme auch noch was zu trinken hinstellen müssen, ne? Nein. Aber vor der Aufnahme muss man immer so viel, ja, schon machen. Ich weiß, es gibt auch Let's Player, die sind da ein bisschen anders. Ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen. Die sind so ein bisschen, ja, die leben oder nehmen so ein bisschen den Tag rein auf.
Okay. Hat jetzt nicht ganz so viel Sinn gemacht, glaube ich, aber egal. Und die nehmen einfach dann auf, wenn sie gerade sind, so, ha, nehme ich mal gerade auf. Und bei mir ist das so, ich will... Alter, ist die Musik strange. Ich will da eben halt auch so einen gewissen Qualitätsstandard drin haben, ne? Und deswegen... Ach, ich habe keine grüne Wolle mehr. Und deswegen nehme ich halt immer auf, natürlich auch, wenn ich Spaß habe, ne? Aber eben halt auch, wenn alles technische gut sitzt. Also, ne, bevor der Aufnahme mache ich ja immer schon... Muss ich ja Camtasia aufmachen, um meine Stimme aufzunehmen. Und Fraps, um das Spiel aufzunehmen. Dann muss ich das... Ja, ja, Tiere, könnt ihr mal die Fresse halten? Und dann muss ich auch noch... Ja, Minecraft... Das, also das Minecraft-Fenster so auf 1280x720 ziehen. Damit ich auch im passenden Format und so weiter aufnehme. Und das ist natürlich schon zeitintensiv, ne? Und das war noch gar nicht alles, was ich machen musste. Ich muss auch noch die ganzen... so bei Skype und so offline gehen, da muss ich noch den Windows Media Player, den ich auch schon vorhin angesprochen habe, muss ich auch noch anmachen und da eben halt die passende Playlist auswählen. Dann muss ich noch meinen Ordner, wo die ganzen Playlists drin sind, öffnen, damit ich auch jederzeit schnell wechseln kann. Dann muss ich mir noch zwei Karteikarten hier bereitlegen für Themen und so weiter. Also ich finde jetzt mal, ohne hier so arrogant zu wirken, das ist schon so ein bisschen... Es grenzt ans... Professionelle. Nicht professionell in dem Sinne von, ich verdiene damit Geld, sondern eher professionell in dem Sinne von, ich versuche einen bestmöglichen Standard. Nee, Quatsch, einen bestmöglichen. Ja, einfach ein bestmögliches Video zu schaffen. Mit meinen eigenen Händen. Aber natürlich will ich da mich nicht zu weit von der Community distanzieren. Ne? Sowas passiert ja leicht, wenn man schon qualitativ sehr hochwertig ist, dass man dann sich sehr von der Community ja wegorientiert, weil nicht alle aus der Community natürlich so gut sind wie man selbst. Auch wenn das jetzt vielleicht wirklich sehr arrogant wirkte. Aber egal, die letzten Communities, die haben sehr gebockt, die haben sehr viel Spaß gemacht, waren zwar auch sehr anstrengend, das muss ich sagen, aber war allgemein sehr cool. So. Nur noch gerade Brötchen machen. Ach, das sieht es aus. Dann kann ich mal mein Windows Media Player anmachen. Und da mal ein bisschen hören. So, zack. Brot. Wir schießen alle tot. Ich bin rot und habe Brot und schieß dich tot und... egal. Und dann bist du in Not. Und isst dein Code. Oh, wieso nicht die grüne Wolle mit? Ich wollte eine Druckplatte mitnehmen. So. Na, ran da. Druckplatte, da ist er. Die Wolle rein. Wolle Rose kaufen? Nee, Wolle reinpacken. So. Ich bin jetzt mal dafür, dass wir ein bisschen ins Land ziehen. Da hinten hin. Und, dass ich mir dann erstmal, ja, ein Haus baue. Ich weiß noch nicht, woraus. Ich glaube aus Cleanstone.